Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns Annika in ihren Kamerun-Park ein. Das Besondere an ihrem Park ist, dass sie eine riesige Safari-Tour gebaut hat, die fast durch jedes Gehege geht und man somit hautnah an die Tiere heran kann und diese aus nächster Nähe beobachten kann. Außerdem hat sie noch eine kleine Überraschung für uns eingebaut. Das werden wir dann später gemeinsam herausfinden. Aber jetzt freue ich mich auf deinen Kamerun-Park. Und los geht's. Ich habe zum Glück noch sehr viel FPS. Und es sind sogar Besucher an. Das freut mich immer. Und da hinten fliegt ein Luftballon. Direkt kaputt machen. Okay, wir gehen hinein. Gehen wir auf der linken Seite hinein, da sind gerade keine Leute. Willkommen. Oh, hier ist direkt ein Gehege. Nilwarane. Das sind irgendwie Stroh mit Blut drauf oder so. Sieht zumindest aus. Ja, cooles Tier. Das erste Gehege. Ich finde es auch cool, dass du hier alles selber abgesteckt hast. Und hier dieses Eingangsding ist, glaube ich, eine Brücke für die. Ja, eine Glasbrücke. Wie cool. Das ist nice. Auch schön mit den Ranken hier. Finde ich sogar ganz cool, dass die hier wirklich ja, auch auf Kopfhöhe hängen. Muss man da sich so ein bisschen durchschlängeln. Ein bisschen aufpassen, wenn man da dran vorbeigeht. Hier ist auch noch ein Infoschild. Würdet ihr gerne mal sehen, wie die da rüber gehen. Oh, jetzt kommt einer. Ah, das ist cool. Coole Idee direkt für den Eingangsbereich. Kann man auch richtig gut beobachten, die Tiere. War auch so einen coolen Hut. Wäre echt toll, wenn man sich hier selber was holen könnte. Oh, hier sind sogar diese Tiershows. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch eine zu Gesicht. Wäre ganz nice. Okay, erstmal viele Vivarien haben wir hier anscheinend. Da werde ich jetzt nicht reingucken. Ihr wisst ja, mittlerweile habe ich schon so viele davon gesehen und finde die nicht mehr so spannend. Umwelthaus, Abenteuerspielplatz. Okay. Safe Abenteuerspielplatz. Wenn ich schon die Wahl habe. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde spielen. Ah, cool. Den Eingang habe ich aber auch schon mal gesehen. Der scheint aus einem Workshop zu sein. Eine Wippe. Hier so Tourenstangen. Kann irgendjemand Aufschwung oder wie heißt das? Oder so eine Rolle. Und ich ganz früher mal als Kind, glaube ich. Mittlerweile nicht mehr. Oh, hier kann man ja richtig rüber balancieren, sogar mit Tegelcam. Okay, jetzt komme ich nicht weiter. Okay. Wir klettern einfach hier hoch. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, schaffen wir das? Oh, wir schaffen es. Muss ich nur wieder runterkommen. So, und weiter geht's. Hier könnte man dann auch nochmal rüber balancieren. Ziemlich cool gemacht. Aber ist wahrscheinlich auch aus dem Workshop. Wahrscheinlich leicht angepasst an die Umgebung hier. Hier kann man sogar richtig hochlaufen. Das ist ja cool. Teilweise hänge ich hier so ein bisschen fest mit der Ticketcam. Aber das funktioniert ganz gut. Hier kann man auch noch hochklettern. Das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht hin. Nee, da laufen wir eher durch. War auch sehr cool gemacht. Hier ist auch nochmal eine Leiter nach oben. Ist echt witzig, dass ich hier selber so hochklettern kann. Und den Spielplatz erkunden kann. Das hier etwa schon die Überraschung für mich? Ich denke nicht. Ah, okay, hier ist einfach ein Dead End. Wäre eigentlich noch ganz cool gewesen, hättest du hier so eine Seilrutsche gemacht irgendwo hin. Dann wäre das wenigstens nicht umsonst, dass man hier aufsteigt. Jetzt muss ich wieder runterlaufen. Hier vorne am Eingang haben wir auch noch so süße Wippen für Kinder. Und auch ein Schlammbad. Da würde ich meine Kinder aber nicht reinlassen. Ich weiß auch nicht, ob das hier direkt der Anfangsbereich ist oder ob wir hätten gerade links abbiegen sollen. Kann beides sein. Rupee Energy. Hier gibt es auf jeden Fall viele, viele Läden. Das ist ein ganz schönes Labyrinth hier. Umwelthaus. Ja, gehen wir da mal rein. Ich habe jetzt aber auch keine
Ausschilderung gesehen von wegen Rundgang. Was ist das? Das ist ja süß. Das ist alles so Bienenstöcke und Bienenhäuser und sowas, ne? So cool. Auch mit diesen Pollen, die hier rumfliegen. So, Umwelthaus. Da bin ich ja mal gespannt. Frische Pizza, oh ja. Cool, dass da so ein Steinofen ist. Da oben scheint es auch hineinzugehen. Ich glaube aber nicht, dass ich da hochkomme. Ich würde mich auch hier ans Lagerfeuer setzen. Tu es nicht. Sehr gemütlich aus. Die Musik. Ist auch wieder so eine Animal. Oh, ich glaube, das wurde einfach nur als Box benutzt. Für Musik. Weil hier ein Gehege sehe ich nicht. Wo dann diese Animal Speech stattfindet. Das kann man auch machen, ne? So als kleine Standbox. Warum nicht? Sagen wir, gehen jetzt aber nochmal hier hoch. Das interessiert mich. Und ab nach oben. Dann sind wir hier. Oh, das sieht aber sehr idyllisch aus. Zwei Hängematten übereinander. Also ich würde oben schlafen. Unten wäre ein bisschen gruselig. Eine wunderschöne Aussicht auf diese afrikanische Graslandschaft. Oh, da hinten sehen wir sogar Tiere. Ich kann leider gerade nicht ranzoomen. Ich glaube, das sind Hyänen. Oh, jetzt habe ich rausgezoomt. Ja, dürften Hyänen sein. Da fährt auch schon die Strecke lang, die fahren wir gleich noch. Frisches Obst und Gemüse. Gibt es auch nochmal einiges zu sehen. Und dann kann man hier noch höher klettern. Obwohl, nee. Die Leiter führt ins Nichts, da ist keine Luke drin. Aber es geht noch höher. Also hier gibt es noch einige Etagen, wo man auch noch chillen kann. Und dann ein interessantes Strohdach. Mit einem Baum oben drin. Sieht ja cool aus. Und hier unten war auch noch ein Häuschen, wo man hoch konnte. Kann man sogar dann die Nilwarane nochmal sehen. Die sind nämlich hier vorne. Finde ich sehr süß gemacht. Also toll gestaltet. Sehr atmosphärisch. Keine Selbstbedienung. Bitte am Souvenirstand nachfragen. Ah, okay. Wer stellt sich oder wer nimmt sich denn aus einem Zoo so eine große Skulptur mit? Der quasi wie so ein Riesenteddy vom Jahrmarkt. Mega unpraktisch, wenn man den nur am Anfang gewinnt. Da muss man den immer mitschleppen die ganze Zeit. Erdferkelchen. Süß. Cooles Gehege hier so an der Ecke. Auch ein tolles Tier für so ein Gehege. Schöne unterirdisch hier noch einen kleinen Bau gemacht. Und dann hoppeln sie da rum. Auf dieser Seite haben wir dann Aldabra-Schildkröten. Auch sehr cool. Schön bepflanzt. Geh nochmal hier hin. Frag mich, ob du wirklich auch hier Beaches eingerichtet hast oder ob es wirklich nur Boxen sind. Wurfbahn für Futter ist blockiert. Ah, der Gesprächspunkt ist offen. Vielleicht sehen wir nachher noch so eine Ansprache, wäre nicht verkehrt. Will ich auf jeden Fall teilnehmen. Das sieht doch cool aus. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Barfußfahrt und Affenberg. Tropen, Graslandschaft. Ja, ich glaube, ich werde jetzt aber hier reingehen, in die Safari. Weil die ist ja auch das Highlight von deinem Zoo. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der Safari schon das meiste zu Gesicht bekommen. Also rein geht's in das Abenteuer. Oh ja. Hier in so einen roten Jeep. Und los geht die wilde Fahrt. Mit coolen pinken Würfeln da oben. Oh, hier ist direkt das erste Gehege. Ah, Bongos. Schön, dass du es hier reingeschrieben hast ins Gehege. Dann kann man das nämlich noch sehen. Tolle Tiere. Und tolle Landschaftsgestaltung hier. Die Tour fährt leider immer so schnell. Das wäre cool, wenn man so Haltepunkte einbauen könnte. Ah, hier sind Zwergflusspferde, so wie es aussieht. Ich glaube, ich gehe mal einen Platz nach links. Genau. Also bin ich mittig. Es geht verdammt schnell immer, ne? Zwergflusspferd. Aber keine Sorge, wir werden gleich nochmal von oben uns alles angucken. Oh, hier geht es aber in einen tiefen Dschungel rein. Das ist cool gemacht, das ist so
schön bepflanzt ist. Das sieht nice aus. Man weiß halt nicht, was einen erwartet. Um die Ecke. Weiter oben steht's. Kaffernbüffel und Giraffen. Da steht's auch nochmal im Haus. Ist lange her, dass ich so eine Tour gefahren habe. Oder fahren bin. Ja, da sind die Büffel und Giraffen. Kann man sogar sehr gut sehen. Oh, wie schön. Guck euch das mal an. Die kommt genau auf uns zu. Oh, das war schon. So, das dürften dann Okapis sein. Wenn das gerade am Anfang Bongos waren. Bin mal gespannt, wie viele Tiere wir insgesamt hier sehen werden mit der Tour. Ihr könnt ja mal mitzählen. Wuhu! Und direkt ins nächste Gehege. Es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Hä? Wieder fahren wir einfach durch. Wieso funktionieren die Tore nicht? Sehr seltsam. Oh, Löwen! Oh, jetzt halten wir sogar an vielleicht. Ja, wir halten an, das ist gut. Ich glaube, wir werden gleich gefressen. Das ist aber cool, hier ist hier der König der Löwenfelsen eingebaut, aus dem Workshop wahrscheinlich. Oh, er legt sich direkt neben uns. Und der Löwe klettert auf unser Auto. Was zur... Oh Gott. Houston, we got a problem. Oh, wir haben hier sogar alle. Nala, Simba, Mufasa. Ach, wie schön. Habe ich auch noch nie gesehen, dass ein Löwe auf ein Auto klettert. Sind das jetzt wahrscheinlich richtige Flusspferde? Ich finde das übrigens cool, dass du da oben immer die Schilder rangemacht hast. Kann man immer schon vorher gucken, was einen gleich erwartet. Wo seid ihr? Das ist ein Reifen. Noch sehe ich kein Flusspferd. Nur ein Reifen. Aber auch ein großes Gehege. Sind wahrscheinlich gerade alle unter Wasser, gehe ich von aus. Schade. Aber man muss ja auch nicht immer alle Tiere zu Gesicht bekommen. Macht ja nichts. Werden wir gleich noch von da oben dann sehen. Da sind ja auch noch überall Gänge. Niala. Auch tolle Tiere. Und das nächste Gehege, das sind Elefanten. Da vorne sind sie. Das ist sehr cool, dass du hier so die Strecke durchgeschlängelt hast. Finde ich nice. Haben wir ein bisschen mehr Zeit zu gucken. Der frisst auch gerade. Sehr süß. Kann man gut beobachten. Auch tolle Tiere, Elefanten. Ich habe allerdings immer halt das Gefühl, wenn ich im Zoo bin und Elefanten sehe, dass es denen nicht so gut geht. Ich glaube, die brauchen viel, viel mehr Platz und Auslauf, als sie im Zoo haben. Und die sind ja riesig, die Tiere. Oh Gott. Hast du das gesehen? Das Ding ist gerade übel rumgeglitscht. Manchmal öffnen die sich, manchmal nicht die Tore. Seltsam. Gott, was haben wir denn hier? Ja, irgendwelche Böcke. Dürften Rappenantilopen sein hier vorne. Dann sind da Vogelsträuße, die mich hoffentlich gleich nicht angreifen. Und noch irgendwelche anderen Böcke. Ich habe keine Ahnung, was es war. Boah, jetzt geht's los. Kommt direkt zu mir. Das ist ja cool, dass die echt auf die Autos reagieren, die Tiere, habe ich das Gefühl. Hier haben wir Geparden. Auch sehr cool gemacht, mit so einem Wasser dazwischen.
Da liegt er. Aber ich denke mal, ihr könnt verstehen, warum ich nicht so der Fan von diesen Touren bin. Geht halt immer so schnell, ich kann nicht in Ruhe gucken. Ich kann mir halt nicht die Zeit nehmen, die ich brauche. Auch so tolle Tiere, die Wildhunde. Es sind ja so viele Tiere, die wir hier zu Gesicht bekommen. Einmal das komplette Afrika-Programm. Gnus, Warzenschweine, Zebras und Springböcke. Hier unten schwimmen schon direkt die ersten Tiere. Warzenschwein und ein Gnu. Zebras, Springböcke. Wir bekommen auf jeden Fall alles zu Gesicht. Doch toll. Oh, das ist ein Baby-Warzenschwein. Süß. Jetzt halten wir sogar mal an, das ist gut. Nochmal das Baby angucken. Solche Zwischenstopps wären halt immer gut. Ist gut, dass du gerade davor läufst. Könnte man auch mal die Kamera wechseln, mal so gucken. Das würde ich mir noch wünschen, dass man sowas einbauen kann. Geplante Zwischenstopps. Da haut er endlich ab. Hat jetzt aber gedauert. Und weiter geht die wilde Fahrt. Tschüssi. War schön bei euch. Also ich glaube, dadurch, dass du immer so Doppeltore eingebaut hast, scheint das vordere Tor teilweise nicht zu funktionieren. Aber hier geht's jetzt wieder. Jetzt geht das zweite nicht, okay. Echt schade, wo ich so rumwackt. Ah, jetzt sind wir hier. Das sind jetzt die Hyänen, die wir vorhin schon gesehen hatten. Die machen ja auch immer richtig weirde Geräusche. Aber auch sehr interessante Tiere. Oh, ich glaube, das war's. Ja, hier ist die Station. Aber das war cool. Wir haben jetzt echt viele Tiere gesehen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, die Safari-Fahrt hat echt Spaß gemacht. Und jetzt geht's weiter zu Fuß. Wir haben die Qual der Wahl. Graslandschaft, Tropen, Barfußfahrt und Affenberg. Ja, Barfußfahrt klingt mega interessant. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier links lang. Und dann schauen wir mal. So, ab nach hier oben. Du hast, glaube ich, allgemein mit sehr vielen Hochwegen gearbeitet. Hast aber alles fleißig abgesteckt mit eigenen Geländern. Finde ich sehr gut. Und auch eigene Stützen hier. Die Gehege haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesehen. Da sind wir ja überall durchgefahren. Seht ihr hier an den Schienen. Ah, hier unten sind nochmal die Erdferkelchen. Die kann man auch nochmal sehen. Ich finde das echt schön, dass du hier alles abgesteckt hast. War wahrscheinlich viel Arbeit, aber hat sich gelohnt. Und sowas immer toll. Oh, hier kann man sogar runtergucken. Hier hätte ich mir aber noch so ein kleines Geländer gewünscht, muss ich sagen. Aber schon sehr gefährlich, ne? Kann man schon reinplumpsen. Aber schön, dass man da in den Schlafplatz gucken kann. Aber die Übersicht von hier oben ist natürlich genial. Rupee Energy und Fritten. Ich hätte jetzt gerne Pommes. Wäre lecker. Ich frage mich, ob diese Tour funktioniert. Butter kann geworfen werden. Krass. Okay. Das heißt, die können von hier oben das runterwerfen. Das ist ja nice, dass es geht. Oh, hier. Gelbe Augenbrauen. Irgendwie ist die Positionierung nicht ganz so gut. Erstmal hier so ein fettes Dach im Weg.
Ich mag diese Touren. Die sind cool. Wir gehen aber mal weiter. Wir haben nämlich noch einiges vor uns an Wegen, glaube ich. Wir fanden... Die Laufwege sind leider etwas länger immer. Aber es ist halt so, ne? Wenn man hier einmal außen rumläuft und so. Aber dafür ist die Übersicht ganz gut. Ich flitze hier mal so ein bisschen durch. Das, was da unten ist, haben wir ja schon alles so ein bisschen gesehen. Die ganzen Tierchen. Oh, jetzt sind wir hier. Da hatte Annika spricht man es, glaube ich, aus mit einem N nur, ne? Hatte sie auch was in die E-Mail geschrieben, dass ich bei dem Haus über den Hippos erstmal links, nee, nicht links gehen soll, sondern nicht zu diesen Inbeständen sind das, glaube ich, ne? Da soll ich nicht hingehen, also den Weg sollen wir nicht langlaufen. Da muss ich eben dran denken. Die Flusspferde hatten wir gerade auch gar nicht gesehen in der Tour. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Ich hoffe, ich kriege die gleich noch irgendwie durch Underwater Viewing oder so zu Gesicht. Ah, Barfußfahrt und Affenberg. Cool. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass dieser Barfußfahrt eventuell die Überraschung ist, von der du geschrieben hast. Klingt auf jeden Fall nach was ganz Besonderem. Da sind noch Toiletten. Oh, jetzt geht's los. Oh, begehbares Gehege, so wie es aussieht. Bitte hier Schuhe ausziehen für den Barfußpfad. Ich habe keine Füße. Ja, doof. Schuhtaschen. Ah, dann kann man die da reinpacken und mitschleppen. Sehr coole Idee. Und dann geht's hier hinein. Kommt hier gerade jemand? Nee. Oh, wie cool. Okay, ich check die Idee. Das heißt, man geht jetzt schön barfuß über die verschiedenen Materialien rüber. Das ist bestimmt interessant. Würde ich auf jeden Fall mitmachen, wenn es das in echt in einem Zoo gäbe. Und hier auch noch Katas und Waris. Oh, das ist ja eine sehr coole Idee. Habe ich so auch noch nie gesehen in einem Zoo. Finde ich gerade sogar spannender als die Tiere. Aua, das sieht spitz aus. Schnell rüber hier. Dann doch lieber auf Stroh laufen. Bisschen gemütlicher. Oh, jetzt auch nochmal durch Tomaten. Oder was ist das? Schön platt. Matschen alles. Richtig coole Idee. Das ist mit Sicherheit die Überraschung, die du meintest. Wer von euch würde das auch machen, in echt? Also ich würde es auf jeden Fall mitmachen. Stimmt, eine sehr tolle Erfahrung. Wir schauen nochmal kurz ins Gehege rein. Nochmal so eine schöne Oase mit Wasser. Ah, okay. Und hier kann man sich dann die Füße waschen. Also sehr durchdacht. Machen wir uns einmal sauber. Das war ja cool. Hier geht's dann weiter. Das war eine nice Idee. Jetzt sind wir wieder hier bei den Essenständen. Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht erst in diese Richtung sollte. Weil dann wäre ich beim Ausgang bei den Fußbädern rausgekommen. Ich möchte aber nochmal ganz kurz da hoch. Weil hier vorne waren auch noch die Schimpansen. Habe ich irgendwie verpasst. Ach, die sind auf dieser Seite. Guck mal. Da hätte ich, glaube ich, erst reingemusst und dann den Barfußpfad. Das ist ja cool, dass man da so nah ran kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass Schimpansen in echt super gefährlich sind. Oder gefährlich sein können. Die haben auch richtig krasse Zähne. Aber auch sehr schön gestaltet hier. Den ganzen Bäumen und Bepflanzung. Hätte aber vielleicht auch noch ausschildern können, dass man erst hier reingeht. Hätte ich mir den Umweg gespart.
Und jetzt geht's noch weiter zu den Tropen. Oh, die muss auf Klo. Aber ganz dringend. Ah, das erste Mal, dass wir Nilpferde sehen. Haben wir auch nochmal Glück gehabt. Oh, das ist der Löwenfelsen. Der ist auch sehr cool platziert. Man fährt mit der Bahn unten durch und kann hier perfekt die Löwen sehen, falls sie darauf gehen. Da unten sind die Okapis nochmal. Hier geht es jetzt in einen Tropenwald. Ah, hier waren die Giraffen. Die Büffel. Wir haben tatsächlich fast alle Tiere gesehen mit der Bahn. Finde ich sehr beeindruckend. Da hast du dir auf jeden Fall gut Gedanken am Anfang zu gemacht, wie du den Streckenverlauf machen willst. Werden hier irgendwelche Gehege noch verpasst? Ich glaube nicht. Ist aber sehr schön im Wald gestaltet. Sieht cool aus. Schön dicht und alles grün. Hier der ein oder andere Ast ist nicht ganz so sauber. Der ragt ein bisschen in den Weg rein, aber das ist halb so wild. Hier sind die Toiletten. Hier auch nochmal so einen schönen Baum. Ein Blumenbeet. Und dann geht es hier nochmal in eine Halle mit ein paar Kaffeekuchen. Milchshakes, bisschen Versorgung. Oh, hier wäre der Ausgang gewesen von der Tour. Den habe ich gerade gar nicht genutzt. Dann wäre ich hier rausgekommen. Hier geht es dann wahrscheinlich zurück, ne? Ja, Richtung Ausgang. Also du hast auch einen sehr guten Rundweg dann gemacht. Das ist schön. Cool. Und dann kann man hier wieder zurücklaufen zum Ausgang. Ja, das hat doch super funktioniert, das Wegenetz. Sehr schön. Jetzt schauen wir nochmal schnell von oben uns das Ganze an. Hier sieht man sogar gerade nochmal den Nil, woran wir hier rüber geht. Das finde ich immer toll. Ich glaube, so viel gucken brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben das meiste eigentlich von oben gesehen. Dadurch, dass du überall diese ganzen Wege hast. Das ist schon ein krasses Wegenetz. Hast aber sehr viel eckig gebaut. Kann ich aber auch verstehen, weil du musstest ja alles abstecken mit Geländern selber. Und dann ist eckig auf jeden Fall einfacher, als wenn du hier abgerundet alles platzieren musst. Weil das ist viel, viel anstrengender. Weil hier vorne hast du auch abgerundet gebaut. So teils, teils das gemacht. Das war aber cool. Es hat Spaß gemacht. Besonders der Barfußpfad, den fand ich ganz toll. Immer was ganz Besonderes. Der ist auch gar nicht so groß, der Zoo. Aber finde ich mal gut. Klein, aber fein. Und du hast sehr viele Tiere untergebracht. Dafür, dass der Zoo nicht so riesig ist. Hier sehen wir den nochmal. Sehr coole Idee. Ist auch cool, dass die Leute hier wirklich durchlaufen. Weil du hast hier einen Weg untergemacht. Ey, ihr habt die Schuhe angelassen. Was hat er? Er hat gar keinen Bock, oder was? Nee, er genießt das richtig. Sieht glücklich aus. Der auch. Der mag diese spitzen Baumstämme, wo ich schnell rübergelaufen bin. Das ist echt cool. Hier waren dann nochmal die Schimpansen. Oh, da fliegt gerade ein Reifen. Hat das Hippo hier weggeworfen. So, ich denke, wir haben alles gesehen. Das war der Kamerun-Park von Annika. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Mir persönlich hat es richtig viel Spaß gemacht. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu alle Infos. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.